So. Geht's? Was geht? Servus, Bauer Alex. Ist hey. Steirer haben wir im Angebot. Warte mal, mein Angebot. Oh, die Silage ist. Ah, Silage ist noch da. Ist ja eigentlich ein Fixkauf. Eigentlich ja. Ah, das ist schon wieder abgeerntet. Krass. Was denn? Das haben wir abgeerntet. Wow. Was denn? Das 55er. Ja, eben beim letzten Mal haben wir noch die Ballen gemacht, die Strohballen, die was wir getestet haben. Ah ja, weil ich wollte jetzt gerade nämlich rauffahren zum 45er. Ich glaube schon langsam, wir brauchen eine zweite Sämaschine. So. Wie schaut man So, mit dieser Arschbein aus? was bauen wir denn da an? Irgendwelche Vorlieben? Ich weiß. Oder bist du auch Gras anbauen? Nein, oder? Nein, gerade haben wir jetzt eben erst genug. Haben Na wir irgendwo gut. Weizen anbaut? Glaub eh auf dem 55er. Ah, da Weizen passt. Ist der für die Hühner? Ich verkaufe mal den Arschbein. Gerste, Hafer, Raps. Machen wir mal Raps. Soll ich da helfen? Nein. Ich kann nur hin und her fahren. Ich glaube, Raps kriegen wir bei Raps auch raus. Oh, nicht. Bei was kriegt man da raus? Erster Weizen, Hafer. Gerste. Gerste, Gerste ist gut. Gerste haben wir noch nicht, glaube ich. Alter, was noch? Für dich würde ich Forstmaschinen haben, aber urteuer. War jetzt noch nicht. No, was denn, Penny? Aber siehst, dieses Feld habe ich lustigerweise in Curse Black gespeichert. Hier, da sehe ich das Feld. Kannst Naja, du bist den Kurs gefahren und ich muss den aber nicht abspeichern. Ich sehe den aber. ja, im Kurs, den du siehst, dann eh, aber das ist den abgespeicherten Kurs nicht. Ach so. Du hast ja auch den Kurs letztes Mal abgespeichert. Ich habe ihn eingestellt und hast du abgespeichert. Dann müssen wir ja denselben Kurs am Traktor haben. Das wäre sehr dumm, wenn du den Traktor keine Befehle geben könntest. Gut, ich muss man eh dann, muss dann wieder rauslöschen. Was musst du auslöschen? Den Kurs muss ich dann eh wieder löschen, den Graskurs. Weil der nicht mehr stimmt, meinst Ja, weil das ja jetzt doppelt so groß ist. Mach ich gleich das ganze Feld rein. du? Das Gras wieder was zu tun, leicht? Dabei nicht, oder? Was? Ist für das Gras da wohl was zu tun? Ich weiß nicht, ich war, aber ich glaube nicht, nachdem ich das gestern erst angesehen habe. Jetzt war die eine Seite schon gewachsen sein, aber war halt noch nicht. Na, Steirer hat zwar nur 130 PS, aber ich glaube Fixkauf. Ich will kaufen. Frontlader. Ja, könnte man eigentlich Anbau. jetzt mal machen. GPS. Boah, 15.000 für Ah, GPS. GPS braucht er nicht.
Oft glaube ich, werden wir den nicht am Feld nutzen. Also ich verwende das eigentlich nur für welche, die ich am Feld wirklich aufnutze. Für was ist das GPS nochmal? Die Spuren. Hast Breite, das automatisch Fahrt, die Längen. Ah. Ich glaube. Warte mal. Warte, ich bin am falschen Feld, glaube ich. Oh ja. Feld 45 könnte man das restliche machen. Was denn? Mähen und Ballen machen oder so, oder? Na gut, ich würde dann eh Grasballen machen. So, den Lust. Die Kaffee. Oder könnte man dann umwidmen auch gleich? Kann man so umwidmen? Das restliche Feld 45 ist ja. Ja, dann machen wir ja einen Hof drauf. Achso, dann machen wir einen Hof drauf, okay. Wir haben ja gesagt, wir machen 45, was flach ist. Stimmt. Warum habe ich ja nur die Hälfte gemacht? Stimmt. Dahinter kommt dann der Hof. So. Badewagen sind eigentlich so teuer, nämlich. Ich glaube, Ladebank wird sich ausgehen, oder? Dann starte ich gleich einmal. ...70.000 mit 26 Kubikmeter. Könnt sogar der Steier ziehen, weil der hat 130 PS, glaube ich. ...26 ist ja nicht viel. Was willst du kaufen? Naja, wenn der Mini wird er gehabt, 13. Stimmt, das ist das Doppelte. Also, dann kaufe ich lieber zwei von denen dann und hab 6.000 ausgeben. 70.000 halt. Ich habe sie gesungen, weißt du, da kann ich gleich in Größe. Wird das sowas wie Klaas oder sowas, da weißt du, was schon über 40 oder so nehmen kann. Sonst fahren wir wirklich oft hin und her, weißt du, Mann? Das ist ein wirklich fetten. Nein, der halt schon ein bisschen was. Ich kann auch ein kleiner, aber da muss man halt öfters fahren. Ja, stimmt. Um 300 PS. Den um 70 nehmen. Um 300 PS gibt es einen mit 49,5 Kubikmeter um 131.000. Oder um 1500 mehr, 500. So teuer. Irgendwie stockt das jetzt dadurch, dass wir es umgewidmet haben und so weiter, stockt jetzt auch das mit dem Silage ein bisschen. Wir haben eh gerade verkauft. Aber nicht alles, oder? Das ganze Silage jetzt verkauft. Ah, okay. Aber gut, wir haben ja viel mehr gemacht. Rechnen. Dort, wo jetzt das angebaute 55 ist, hinten bei den Schafen und so. Jetzt haben wir ja nur ein Feld quasi gemacht. Stimmt. Aber gut, ja, der Gewinn kommt halt, was ihr so, weil Schafe haben wir ja noch. Das, was vom Feld der Ertrag ist, ist alles reingewinnen halt dann. Machst du jetzt gerade irgendwas aktiv? Ich mache jetzt den Grasballen an. Ah, okay, weil ich habe da nämlich Baumstümpfe gesehen auf dem Feld, was ich da gerade mache. Und komm ich gleich. War ich noch nicht. Ach so, willst du? Brauchst du Frischluft? Dann geh. Nur kurz runter, oder? Ja gut, ich gehe dann kurz mit dir. Essen kommt in 45 Minuten.
fangen musst du. Ich bin morgen in der Arbeit. Ich hab gehört, um 8 muss ich einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Wohin? Hier. Ah, nice. Was du brauchst. Das wäre nice, natürlich. Dann schau, ob das der Steirer machen kann. So, wohin? Genau, da sehe ich schon einen vor mir. Wenn du dann geradeaus weiterfährst. Und ich bild mal, irgendwo habe ich noch einen dritten gesehen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber. Danke. Da, wo du schon gesehen hast. Ah, da, wo ich schon gesehen habe? Ja. Okay. Gut, den habe ich so weggebracht, ohne das Henken. Ah, super. Das heißt, da brauchen wir nicht mehr drüber sehen. Warum? Wo sehen haben? Okay, danke. Verstehen. Dings, was kostet Dings? 25.000 wäre der Viehtransporter. Könnte man den Sieger mal Eleminski. Den nicht auch so verkaufen. Aber es gibt weniger.
Ja, aber jetzt nur einmal wegen den einmal den Transport. Na gut, aber die Schafe müssen wir auch überkriegen dann. Na stimmt. Und wenn ich jetzt Ziegen zwar verkaufe, dann haben wir ja nichts drin. Können wir auch, man kann auch darüber leer lassen. Läuft mir da auf die 25.000. Ja, wie du meinst. Aber ich denke mal, die Ziegen, muss ich, irgendwann kann man es loswerden dann. Ja, stimmt. Da wirst du, wenn jetzt irgendein Angebot kommt, mit die, was für die 87.000 passt. Ja, so gesehen hast du wieder recht, ja. Ja. Den könnte man ja dann holen bei der nächsten Silage-Verkaufs-Action, weil dann haben wir ja wieder Kohle, weißt du, ne? Das fällt wirklich. Das ist der Blastersteier. Okay. Warum nicht? Hat 130 PS. Ah, du hast gar nichts. Mit einem kompletten Mähwerk machen. Für die einzelnen Grasbahnen bitte 5-6 Stück. Ach so. Ich will nicht umspannen. Ja. Ganz ist halt noch nicht. Ein bisschen fehlt noch. Mach hier bei mir, beim 45er dahinter. Ich hab schon. Gras. Ich wollte nur schauen, ob das Silagefeld schon geht. Ach so. Da müssen wir noch einen Tag warten. Ach, danke. Na gut, ich muss jetzt mal mit der Penny runter. Ich lasse den Helfer mal weitermachen, oder soll ich nicht? Wie du bist. In der Kohle. Na gut, ich komm dann.
Dann schauen wir uns das mal an. Okay. Sehr schön. Probieren. Hat jetzt nicht funktioniert.
Weil, dann kann man das hier ganz einfach machen. Dann werde ich jetzt Raspeln dorthin laden. Dann werde ich die Ziegen verkaufen. Auch bei den Händlern schauen, was wir da zu denen können. Oh, ich glaube, der ist schon ganz gut. So. Ob es voll oder nein. Ein Dings.
So.